Hallo und herzlich willkommen zu Sabine Christiansen. Hugo Hobel wird da fallen aus Späne. Unani, mein Thema heute. Bevor ich Ihnen meine Gäste vorstelle, hier noch unser Vorbericht. Volksseuche Onanie. Jährlich verursacht übermäßiges Reiben an den Genitalien einen volkswirtschaftlichen Schaden von mehreren Milliarden Mark. Der Mediziner und Diplom-Volkswirt Hasso von Steifenrein sagt, warum. Onanie ist asozial. Jährlich kommen Millionen Menschen zu spät zur Arbeit, nur weil sie unbedingt sich auf den letzten Drücker zu Hause noch einen hobeln müssen. Der Chef sieht sowas nicht gerne. Und überhaupt, wer soll das denn bezahlen? Wer soll das bezahlen? Ein anderes Beispiel zeigt, wie gefährlich Onanieren sein kann. Arndt Stelter ist 38 und wohnt noch zu Hause. Er kann der Versuchung nicht widerstehen und holt den Lurch raus. Verantwortungslos. Ja, denkst du bitte daran, dass ihr da... Mutter Stelter war auf der Stelle blind. Die Krankenkasse musste sparen. Ein echter Blindenhund war aufgrund der Kostenexplosion nicht drin. Gute Nacht, Deutschland. Und damit wieder verbittert zurück ins Studio. Das sind harte Worte. Mal sehen, was mein erster Gast dazu sagt. Herzlich willkommen, Gesundheitsministerin Ulla Schmidt. Sie hat damals in Talkshows gezeigt, wie man richtig Hand anlegt. Herzlich willkommen, Nina Hagen. Mein dritter Gast kennt sich aus mit Schruppen und Bohnen. Herzlich willkommen, Meister Propper. Mein vierter Gast meint, Hornhaut an den Händen muss vom Arbeiten kommen. Herzlich willkommen, Bundesarbeitsminister Walter Riester. So, Herr Riester, weil es gerade so schön zum Thema passt, gibt's noch eins auf die Pfoten. Uje, so ein Mist. Keine Zeit mehr. Ich danke Ihnen fürs Zusehen und sage, lassen Sie die Hände über der Bettdecke. Bis dahin alles Gute. Ihre Sabine Christiansen.